Ja, erstmal herzlich willkommen zum neuen Modern Koi Blog und gerade eben, also es passieren ja die meisten Blogs und die meisten Ideen zu neuen Blogs entstehen während meines täglichen Tuns und Schaffens und gerade eben war gerade dabei, den vielleicht in den letzten Wochen begehrtesten Koi aller Auktionen zu verpacken. Sie erinnern sich vielleicht diesen Tosai Chaozuri, Sie sehen ihn auch gleich. Und ich habe ihn aus dem Becken gefangen. Sie sehen, unsere Becken, die sind ja alle schwarz, also er schwimmt auf dunklem Untergrund und ich stehe mit dem Kunde da, trinke noch einen Kaffee. Und wie wir so nach 10 Minuten wieder ins Becken schauen, schwamm da kein Chaozuri mehr, sondern es schwamm nur noch ein Chagoi. Und der hatte also das Schwarz aufgrund des hellen Sitzens hier, Sie sehen, von seitlich kommt Licht rein, hat er das komplett abgeworfen. Ich habe es irgendwann in einem vorangegangenen Blog schon mal erzählt, wir hatten das früher mit Mukashi Ogon und mit, insbesondere mit Mukashi Ogon, dass die wirklich, wenn die in der Wanne saßen, die waren richtig vorher dunkelgelb oder das Gelb des Mukashi Ogon war richtig mit einer schwarz-dunkelgrauen Schicht überzogen und nachdem die eine Weile in der Wanne waren, waren das fast die Yamabuki. Setzt man die aber wieder zurück auf schwarzen Untergrund, dann kommt das Schwarz wieder. Als ich dann mir den Block schon ausgemalt habe, was ich Ihnen jetzt erzähle, habe ich gedacht, wie heißt dieses Schwarz eigentlich? Was ist es denn für eine Qualität? Wir kennen Funasumi. Funasumi ist die schlechteste Qualität. Dann kennen wir Nabesumi, das ist so was Bräunliches. Wir kennen Honsumi, das ist das Blauschwarz. Und wir kennen das Bakesumi, das Schwarzschwarz. Aber was ist das eigentlich? Bakesumi ist es eigentlich nicht, würde überhaupt keinen Sinn machen. Dann Honsumi schon gleich gar nicht. Nabesumi, braun, macht auch keinen Sinn. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht könnte es Funasumi sein. Und dann habe ich Makoto kurz angerufen, habe ihn gefragt, sag mal Makoto, bei Chaozuri, was ist das eigentlich für eine Schwarzqualität? Dann sagt er, ja, das ist das gleiche Schwarz wie bei Hyuzuri, Ugokanai. Ugokanai heißt, es bewegt sich nicht. Das ist aber nicht der Name des Sumi, sondern einfach das japanische Wort, wie die es beschreiben. Dann sage ich zu Makoto, ja, und welchen Namen hat das? Sagt er, Namen gibt es da keinen. Wir sagen einfach, das ist das gleiche Schwarz wie bei Hyuzuri. Sie wissen der Unterschied Hyuzuri zu Shirouzuri. Hyuzuri wird mit seiner Zeichnung geboren und das Schwarz verändert sich eigentlich auch absolut gar nicht mehr. Und der Shirouzuri wird schwarz geboren, wird dann erstmal weiß und bekommt dann im Lauf seines Lebens die schwarze Zeichnung wieder. So, und jetzt will ich Ihnen zeigen, ich habe Ihnen extra jetzt den Fisch hier im Schlauchkästchen gelassen. Jetzt hole ich ihn einfach mal schnell raus und dann zeige ich Ihnen den Effekt, wie schnell der geht. So, schauen Sie sich den Kleinen an. Sie sehen, er hat seine dunkle Zeichnung, ganz normal. Und jetzt gehen wir einfach mal ans Licht mit ihm. Machen Sie auf. Und jetzt warten wir mal. Ich weiß nicht, ob wir das live on air zeigen können oder ob ich Sie 2 Minuten abschalten muss. Doch, es wird jetzt schon viel, viel heller. Ja, sehen Sie das? Jetzt klingelt sogar mein Telefon. Vielleicht ruft der Fisch gerade an, er will wieder in den Schatten. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Sehen Sie das? Sie waren jetzt live drauf, innerhalb von 1 Minute hat der Fisch sein Schwarz abgeworfen und würde ich ihn jetzt in Schlauchkescher tun, aber den Effekt haben Sie ja gerade gesehen, würde ich ihn jetzt wieder in Schlauchkescher tun. Das Klopfen an die Wanne hat er jetzt nicht gemocht. So, jetzt haben wir also wirklich live, das reicht, um das zu zeigen. Spulen Sie zurück und schauen, wie er vorher ausgesehen hat. Jetzt haben wir hier ein Deutz Chagoi, olivgrün. Und wenn er jetzt in die dunkle Tüte kommt, dann kann ihn der Markt zu Hause auspacken und hat dann wieder einen Chaozuri, und zwar das, was er ersteigert hat. So, in diesem Sinne haben Sie wieder was Neues gesehen. Also hier nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob es im Schatten vorher so sichtbar war. Der Kunde meinte gerade, sind Sie sicher, dass der gesund ist? Der hat doch Durchblutungsstörung. Nee, hat er definitiv nicht, man kennt den Effekt wirklich. Aber jetzt ist es wirklich so weit, dass man nicht erkennt, dass in der Oberhaut oder in der Haut überhaupt irgendwo Farbpigmente, schwarze, eingelagert sind. Kann man mal in die Sonne kurz. So, schauen Sie sich das an, gigantisch.